Spitze, jetzt hat's also hier nochmal zum zweiten Mal. Hihihi, weil die Kamera nicht mitgemacht hat. Hallo und herzlich willkommen zu Martin Läuft, Episode 14. Was ist bis jetzt passiert? Ich laufe immer noch dreimal die Woche. Ich habe mich in der Mitte der Woche dazu entschieden, die Strecke zu verlängern. Und ich glaube, ab nächster Woche fange ich mal an, einfach jeden zweiten Tag zu laufen. Sprich, anstatt, ein Monat hat 4 Wochen, also 3 mal 4, 12. 12 Mal im Monat zu laufen, laufe ich dann jeden zweiten Tag, 30 Tage, 15 Mal. Genau. Gewicht habe ich auch wieder verloren. Es ist aber nur irgendwo im Bereich von, maximalem Kilo. Aber gut, ich meine, zurzeit mache ich nicht sehr viel sonst. Ich habe noch keinen Job oder irgendwas. Von dem her, das stresst mich. Und das stresst mich natürlich dann auch die Corona-Ausgangsbegrenzungen. Mei. Ich meine, Baumärkte haben wieder auf. Hip, hip, hip. Bringt ja auch nichts. Genau, ansonsten, die Wohnung ist jetzt mehr oder weniger eingerichtet. Der Bart wächst irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob er irgendwie noch wächst. Ich stutze ihn auch immer. Könnt mir auch gerne dazu sagen, was ihr von dem Bart haltet oder nicht. Könnt es auch lassen, ist mir eigentlich auch egal. Und falls ihr mitbekommen habt, die Serie Building a Castle ist jetzt schon in der zweiten Folge online. Die erste Folge hatte ohne viel Werbung generiert immer mal wieder Traffic, was ganz nett ist. Und ich meine damit wirklich nur in dem Bereich Traffic, wie ich überhaupt nur Traffic generiere. Also 10 Views sind schon gut. Was Martin Läuft jede Woche bringt, ist vor allem ein bisschen mehr, aber ab 10 Views ist es schon in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ich kann es ja verstehen, fast niemand hört es, weil ich irgendwas Interessantes erzähle oder irgendwas mache. Außer abnehmen und laufen. Aber da müsst ihr mir halt zuhören. Vielleicht sollte ich alles wesentlich schneller machen. Für die Sehgewohnheiten von jüngerem Publikum. Darauf habe ich aber eigentlich auch keinen Bock. Ha. Gut. Was sonst noch? Ich hab mir ein Buch bestellt. 12 Rules for Life. Werde ich mal lesen. Den dritten Band von Metropolitan. Transmetropolitan. Ein Comicbuch von Warren Ellis. Und Zeichner ist Robertson, Derek Robertson, genau. Ja, Mai. Ah, hier. Transmetropolitan Buch 3. Buch 3. Genau. Gut. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Sonst eigentlich relativ wenig. Hier in der Krise passiert gar nichts. Niemand antwortet mehr auf meine Bewerbungen, was ein bisschen arg nervig ist, aber was will ich machen? Kann ich nichts machen. Und wie mir ein Freund erzählt hat, Martin, zurzeit ist die ganze Welt eingefroren, warum sollte das bei dir anders sein? Das stimmt wohl, obwohl ich natürlich trotzdem gerne eine Sonderbehandlung hätte. Gerne sogar. Aber so ist es halt. Gut, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Kommt gut durch die Krise. Und liked das Video, wenn ihr noch nicht das Video kennt. Abonniert erstmal den Kanal und sagt allen euren Freunden, dass sie das auch noch anschauen sollen. Und teilt das Video auch, wenn ihr wollt. Wenn ihr irgendwelche Sonderwünsche habt, also vielleicht, dass ich
nochmal über die MS rede oder über irgendwas anderes, sag das mir einfach. Sonst fahre ich hier immer nur die Schmalspur-Variante, was ich so in der Woche gemacht habe, und das ist halt in der Corona-Zeit relativ wenig. Ansonsten könnt ihr euch natürlich die Staffel anschauen, die letzte Staffel, den Ab Kanal abonnieren, und überall könnt ihr Knöpfe drücken. Viel Spaß. Ciao.